Ja, das war also der Schlagabtausch der kleinen Parteien und wir möchten das für Sie ein bisschen einordnen. Und dabei hilft uns die Politikwissenschaftlerin Dorothee Deneuve. Sie ist Professorin in Gießen, Professorin für Politikwissenschaften. Frau Deneuve, wie ist Ihre Bilanz dieses Schlagabtausches? Ich habe gelesen, viele Gemeinsamkeiten, so bilanzieren es viele Experten, habe es nicht gegeben. Was sagen Sie? Ja, vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich kann man sich schon erstmal überlegen, ob es sich eigentlich noch um kleine Parteien handelt, weil die Differenz zwischen den großen und den kleinen doch merklich geschrumpft ist im Vergleich zu früheren Bundestagswahlen und insbesondere die FDP bei der Regierungsbildung eine zentrale Rolle spielen wird. Also so klein sind die kleinen Parteien vielleicht gar nicht. Also sie sind recht bedeutend. Es geht vielleicht für die Linke um die Existenz bei dieser Bundestagswahl, weil es könnte eventuell knapp werden, dass sie überhaupt im Bundestag einziehen kann. Das vielleicht mal so als Vorbemerkung. Auf der inhaltlichen Ebene, denke ich, ist eine solche Debatte eine super Gelegenheit für die Parteien, auch ein bisschen aus ihren Nischen rauszukommen. Das würde ich vor allem für die AfD so sehen und für die Linke, die doch in der öffentlichen Diskussion sehr eindimensional wahrgenommen werden. Die AfD mit der Migrationspolitik, die Linke mit der Frage der Außenpolitik, insbesondere der NATO. Und diese Debatte bietet diesen Parteien die Gelegenheit, ihre breitere Agenda der Öffentlichkeit vorzustellen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die FDP wird auf jeden Fall eine größere Rolle spielen. Lehnen Sie sich da nicht zu weit aus dem Fenster? Es kann ja auch Rot-Rot-Grün zum Beispiel geben. Ja, es kann auch Rot-Rot-Grün geben, aber auf jeden Fall wird die FDP in Verhandlungen einbezogen und damit hat sie eine reale Chance, an einer Regierung beteiligt zu werden. Ob am Ende die Linke in eine Koalition geht oder die FDP oder vielleicht keine der beiden und wir eine Minderheitenregierung bekommen, das werden wir erst in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Durch diese Verweigerung von Jamaika beim letzten Mal, ist da Christian Lindner jetzt in so einen gewissen Zugzwang gekommen, dass er sich eben beim nächsten Mal nicht mehr verweigern kann, zum Beispiel auch einer Regierung und mit roter Beteiligung? Das hängt auf jeden Fall nach, das ist klar, weil dieser Satz, lieber nicht regieren als schlecht regieren, der ist einfach noch in aller Ohren. Und die FDP muss sehr vorsichtig verhandeln, dass sie den Bogen nicht überspannt, weil die Lust, glaube ich, der FDP wieder mitzuregieren und auch entscheidende Posten in einer neuen Regierung zu besetzen, ist sehr groß. Auf der anderen Seite markiert die FDP doch auch immer wieder sehr klar in diesen Diskussionen die Grenzen der Verhandelbarkeit und die Grenze nehme ich in erster Linie in der Steuerpolitik wahr. Sie markiert sehr klar, dass sie nicht bereit ist, über irgendwelche Formen von Steuererhöhungen zu verhandeln. Und das wird eine sehr harte Nuss. Also die SPD hat ganz klare Pläne in diese Richtung, die Steuer für die gehobenen Einkommen, für die höchsten Einkommen zu erhöhen. Und das ist eigentlich jetzt schon eine rote Linie, die für beide Seiten sehr, sehr schwer zu überwinden sein wird. Wen sehen Sie denn als Ersten zusammenpassend sozusagen in vorderster Front? Naja, es ist ja für die Parteien sehr kompliziert zu verhandeln, weil es geht ja auch immer um die Glaubwürdigkeit. Also wenn wir zum Beispiel die Linke anschauen, also wir haben in den letzten Wochen sehr viel darüber diskutiert, dass die Linke politische Positionen in der Außenpolitik vertritt, in der Bündnispolitik vertritt, die nicht zusammenpassen, die für andere Partner, für die SPD oder die Grüne eine Grenze überschreiten, die eben auch nicht verhandelbar ist. Und vor diesem Hintergrund ist es einfach für die Parteien sehr, sehr schwierig, zusammenzukommen. Und wenn sie diese
Kernthemen aufgeben, dann verlieren die Parteien ja auch ihre Identität. Also wenn die FDP einer Steuererhöhung zustimmen würde, dann hat sie ein Problem in Bezug auf ihre Selbstwahrnehmung, in Bezug auf ihre Verbindlichkeit gegenüber den Wählerinnen und Wählern und Mitgliedern. Und das gilt für die Linke genauso. Wenn die Linke da zu starke Kompromisse machen würde in Sachen NATO und Außenpolitik, dann geht es ans Eingemachte. Und ihre Wählerinnen und Wähler würden das als Verrat wahrnehmen. Das klingt nach langen Koalitionsverhandlungen, kann man ja jetzt schon Ja, mal ich vielleicht hoffe. prognostizieren. Frau de Neve, letztendlich wird ja auch, wenn auch nicht direkt, ein Kanzler bestimmt am 26.09. Man kann wohl sagen, dass es ein Mann werden wird, denke ich. Was sagen Sie zur Reihenfolge? Armin Laschet oder Olaf Scholz? Ich meine, Olaf Scholz liegt vorne. Kann sich das noch ändern? Natürlich, es kann sich immer noch was ändern, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Und an der Stelle könnte man vielleicht auch noch was zur CSU sagen. Also die CSU, das hat man ja jetzt auch in der Debatte gespürt, ist eigentlich in einem schwierigen Dilemma, weil sie einerseits ihr eigenes Profil erhalten muss und klar machen muss, dass sie immer noch an dieser Legende festhält, dass sie es eigentlich besser könnte oder besser gemacht hätte mit ihrem eigenen Kandidaten. Auf der anderen Seite muss sie loyal sich gegenüber Laschet verhalten und das ist ein unauflösbares Dilemma für die CSU. Wenn man die Umfragen anschaut, dann sieht man, dass in Bayern die CSU im Moment aber auch 10 Prozentpunkte unter dem Bundestagswahlergebnis liegt. Das heißt, die CSU hat auch für sich alleine genommen eine Krise und das können wir nicht alles Laschet anlasten. Also, es ist unwahrscheinlich, dass Herr Laschet das jetzt in dieser kurzen Zeit noch aufholen kann. Im Moment spricht alles dafür, dass Olaf Scholz mit der SPD das beste Wahlergebnis erzielen wird. Man kann das aber auch nicht so richtig als einen riesigen Sieg feiern, weil die Ergebnisse sind so oder so nicht wirklich berauschend. Dorothee de Neve war das, Professorin für Politikwissenschaften an der Universität in Gießen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank.